Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, heute haben wir nur Produktion und Stallung am Start und Verkaufspunkte, der dazugehört. Okay, aber das ziehen wir mal zu den Produktionen mit dazu. Und wir fangen auch einfach mal gleich stumpf an. Und ja, da sind wir schon. Der gute Stevie hat uns hier nämlich eine Grastrocknungsanlage zur Verfügung gestellt, sozusagen. Da habt ihr es auch selber gesehen. Ich zeig mal drauf, ne? Output Heu, Input Gras, so simpel ist das Ganze schon. Hier schüttet man da gute Spaß raus. Hier hinten kriegt man das Gute wieder raus und da wird getrocknet. So einfach ist das Ganze. Werde ich euch dann auch gleich im Shop zeigen. Aber ich gehe erstmal eine Runde weiter und zeige euch das nächste gute Stück. Auch hier haben wir dementsprechend wieder was bei Stevie, nämlich die Dieselproduktion. Hier geht auch ne, Raps rein, wie ihr da seht. Und hier ist die schöne Abladestelle. Sieht auch schön aus, diese Durchfahrt hier mit Bestandsanzeige, wie weit wir sind und sowas. Auch hier schön mit Absperrung, dass man nicht aus Versehen in die Gefahrentanks und sowas reinfährt. Und die Pumpanlagen. Und ja, wie gesagt, es kommt dann halt dementsprechend Diesel raus. Ne, den Diesel holen wir dann dementsprechend hier ab. Auch das sieht optisch sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Genau wie das Gerät auch. Natürlich die Grastrocknungsanlage, muss ich sagen, auch sehr schön kompakt. Ne? Kann ich anders sagen. Wie gesagt, auch hier die Gebäudegeschichten und sowas und auch die Tanks. Ich finde auch vor allem die Absperrung hier schön, dicke, stabile Absperrung drum, dass da auch nichts schief geht sozusagen. Ne? Also finde ich schon sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. Sieht auch optisch sehr gut aus. So, ich zeige euch erstmal die beiden zuerst im Shop. Wir haben hier ein paar Sachen im Shop. Die Dieselproduktion bei Stevie kostet 110.000. Raps rein, Diesel raus. So simpel ist das ganze Konzept. Und der Grastrockner, der kostet auch 110.000. Und macht genau das Gleiche. Wir gehen jetzt noch einmal kurz ran an die verschiedenen Sachen hier und werden einmal das Ganze produktionstechnisch auch angucken. Da sehen wir die beiden nämlich, gehen in das Übersichtsmenü und hier sehen wir dann auch die Bestände. Also 120.000 Liter an Raps gehen rein und 120.000 Liter an Diesel können dementsprechend rausgenommen werden. Da seht ihr also auch die Bestände, wie viel das dementsprechend ist. Ups, da bin ich schon wieder ein zu weit gewesen. So schnell geht's. Und beim Trockensilo auch hier die Übersicht. So, da geht 250.000 Liter rein und 250.000 Liter raus. Das habt ihr also sozusagen als Puffer, um das Ganze zu nutzen. So, dann würde ich sagen, laufen wir mal durch und kommen zum ersten Stall. Hier sehen wir das gute Stück. Sieht schön aus wie, ne, die berühmten alten Betonsteine. Wenn man ein Stückchen weiter weg bleibt, sieht man noch die schönen Fugen. Die Türen hier gehen auf. Ich wollte gerade sagen, die Lüftungsanlagen laufen. Ne, es ist alles da für den Stall, wie ihr seht. Alles, was man braucht, alles, was so tut. Sämtliche Wege rein und raus sind zu machen. Alle Wege durch sind zu begehen. Ja, das Ganze ist schön kompakt gehalten. Ne, kann also nicht viel mit falsch machen. Hier seht ihr dementsprechend die passenden Sachen, die abgeholt werden. Klar. Ne, schön Sicherungskastengeschichten. Ja, und alle anderen Sachen finden hier normalerweise drinnen statt. Oh, habe ich eine Tür nicht aufgemacht. Okay. Ja, ein schöner Stall. So, ja, den schauen wir uns natürlich auch im Shop an. So, haben wir das gute Stück? Da haben wir ihn. Ne, brauche ich einfach nur raufklicken, dann kann ich ihn platzieren. Da seht ihr selber, 100 Tiere gehen rein, 75 am Tag kostet das Ganze und ja, man braucht die üblichen Sachen, die man für Kühe so braucht. Na, hier seht ihr dementsprechend das denn für die Zulieferung. 350.000 kostet der Stall allerdings auch. Ja, den haben wir jetzt erstmal zum Lüften aufgemacht. Das ist auch schon mal was. So, dann marschieren wir hier eine Runde rüber und haben die nächste Produktion. Hier seht ihr schon, was wir anliefern müssen. Hier müssen wir einmal Salz anliefern. Hier dementsprechend müssen wir, ne, Tiere anliefern und hier hinten seht ihr unser Endprodukt. Richtig. Ne, wir liefern Schweine an und wir liefern Salz an und kriegen hier hervorragend Schinken raus. So simpel sieht das Ganze aus. Ne? Und hier hängen die guten Stücke. Sieht auch noch ja, ne, gut aus, ist immer falsch gesagt, sag ich mal so. Und hier kommen die palettenweise dann das Ganze raus. Hier liefern wir das an, da werden sie halt noch sozusagen zwischenversorgt, bis es dann soweit ist. Sagen wir es mal einfach mal so, wie es ist. Und hier muss Salz angeliefert werden. Ja, zu dem Salzpfad kommen wir dementsprechend dann noch, weil die Salzproduktion habe ich natürlich auch mit dabei. Wir kommen erstmal hier drauf. Wir sehen hier die Übersicht. Wir sehen hier, dass wir hier Salz anliefern können. 16.000 Liter, 4.000 Liter Schweine. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Kann ich so nicht sagen. Es geht halt 40.000 Liter Schinken
raus. So, okay, damit haben wir den Part hier auch erledigt. Und wir kommen jetzt nochmal rüber und kommen zu einem anderen schönen Stall. Und zwar zu einem Schweinestall. Hier seht ihr das gute Stück. Dass ihr hier so ein bisschen durchgucken seht an Schotter und sowas, das liegt daran, auf die Umgebung, wo ich es gestellt habe. Er ist nicht so wunderbar angepasst hier. Hier seht ihr dementsprechend die, die Ladezonen und wo was, wo wie hin muss. Ne? Und hier dementsprechend seht ihr den einfachen Stall von innen. Ich weiß gar nicht, ist irgendwo ein Lichtschalter dabei? Nö, sieht nicht so aus. Türen stehen offen, weil sie wohl offen gehören. Ja, hier kommt dementsprechend ne, der Mistpart dann raus. Wie gesagt, hier haben wir halt die Außenanlage. Da können wir auch natürlich hier schön reinlaufen. Die Fütterungsgeschichte. Ne, das ist jetzt selber, das kommt hier über ein Rohrsystem raus, anliefern. Tun wir die Futtergeschichten hier, genau wie wir die Wassergeschichten hier anliefern und hier die Gülle rausholen. Also eine sehr schöne Geschichte, dass man es hier direkt dementsprechend so wegholen kann oder direkt so anliefern kann. Ne? Also hat schon was, muss ich sagen. Das hat schon was. Muss man natürlich dann mit dem passenden Futterpart dann auch arbeiten. Ich zeige euch das gute Stück auch im Shop. Tierhaltung. Da haben wir das gute Stück. Ne? 500 Tiere gehen rein. Wenn ich drauf drücke, geht es einfach nur los. 325.000 kostet das gute Stück. So, ja, da haben wir den Part auch schon. Das geht heute eigentlich relativ zügig. So zügig, dass ich jetzt hier noch eine kleine Besonderheit habe. Ich fahre ihn hier mal zur Seite. Und wir fangen mal hier unten an. Also hier kommen wir gleich nochmal zu. Ich werde euch mal die Sachen hier unten zuerst zeigen. Da muss ich erst ein bisschen hier Bergsteiger spielen mit unserem guten. Ich habe den nämlich einfach stumpf in die Landschaft gequetscht. Aber hier sollten wir eigentlich eine machbare Einfahrt haben. Ja, da haben wir es auch. Da seht ihr es selber. So, ich gehe nochmal raus, dann seht ihr ja das Schild auch nochmal schön. Ne, Old Salt, hier gibt es halt das Salz. Ne? Hier seht ihr dementsprechend noch jemanden sitzen. Der passt auch auf, ne, dass hier das Salz nicht geklaut wird. Ne, hier seht ihr dementsprechend ist die Anlieferungsgeschichte. Und ihr seht ihr selber, dass das dann hier eine Verdunstungsgeschichte wohl oder wie auch immer das hier gemacht wird. Wahrscheinlich werden hier die unteren Platten erhitzt, dass das Wasser verdampft und das Salz halt überbleibt. Irgendwie sowas in der Richtung. Ich weiß nicht genau, wie sie sich das hier vorstellen, aber wir schauen auch das nochmal hier direkt an. Und da haben wir Salz. Klicken drauf und sehen, 16.000 Liter Wasser können rangehen und bis zu 40.000 Liter Salz können es halt dementsprechend dann werden. Was wir auch zwischendurch nochmal machen sollten, ist natürlich eine Runde uns den Shop-Part angucken. Okay, hier hakt er jetzt so ein bisschen. So. Wenn wir nämlich jetzt hier Shop-Part, sage ich schon, hier den Part angucken, sehen wir selber, wir haben jetzt hier Salz dabei und ihr seht hier Bierkisten und Bierfässer, das kommt gleich noch. Genau wie Lagerpaletten. Ihr seht hier Hopfen und ihr seht anderes gutes Zeug. Und das ist dementsprechend nämlich den Schinken. Und ihr seht hier unten auch den Supermarkt, da kommen wir gleich dementsprechend noch zu. Ja, wir können nämlich gleich sehen, dass hier noch eine Menge drum hängt. Aber es geht erstmal darum, dass ihr den Salzpart hier seht. Ihr seht hier auch den Schinkenpart dementsprechend dann extra laufen. Ne? Diesel und sowas, das ist klar. Und Heu, das brauche ich nicht zeigen. Und die Tiere, ne? Das kommt hier nirgends an, das ist klar. So. Ich werde jetzt hier einmal um die Ecke laufen. Wir werden den Rest hier mal zu Fuß erledigen. Weil hier unten ist das nächste gute Stück. Ne? Supermarkt Meier. Hier stehen überall nur weiße Autos. Warum, weiß ich nicht. Hier seht ihr den Supermarkt. Hier bringt gerade jemand den Wagen weg. Oder holt sich gerade jemand den Wagen. Das sieht aus wie aus Holz geschnitzt. Auch ganz witzig. Ja, das ist der Supermarkt an sich. Und bei diesem wunderprächtigen Supermarkt ist einer der Verkaufspunkte, der gehört nämlich zum Biergeschichtenpart dazu. Ne? Warenannahme. Ne? Parkplatz verboten, weil hier müssen wir ranfahren zum Ware-Verkauf. Sprich also das, was wir aus der Brauerei rausholen. So, bei der Brauerei ist aber nicht der Supermarkt dabei, sondern auch noch ein anderes kleines Gimmick. Und da laufe ich jetzt nämlich gerade drauf zu. Das andere kleine Gimmick, was ihr nämlich seht, ist Brauereimüller. Genau. Wir haben nämlich sogar ein Schild, was wir setzen können. Das kostet auch mal ein paar Euro extra. Ich zeige euch das Ganze jetzt auch nochmal hier. Also, wir haben die
Salzgeschichte hier, 90.000, ne, da seht ihr selber, Salz und Wasser. Die Brauereigeschichte gibt es in zwei Formen. Ich habe hier die Variante mit Zaun hingestellt. Es gibt auch eine Variante ohne Zaun. Je nachdem, wie man es denn besser einbinden kann auf seiner Karte oder wie man es gerne hätte. Ne? Auch hier die Schinkengeschichte, hatte ich glaube ich schon erzählt, 115.000. Das sind die Sachen, die man hier sieht. Ich werde jetzt alles andere auch noch eben kurz zeigen, damit ich hier nichts vergesse. Ne? 10 Euro kostet das Brauereischild, das kriege ich mir noch hin. Und 55.000 kostet der gute Supermarkt. Ne, da brauche ich einfach nur draufklicken, dann setze ich die Dinger hier, ne, Schild einfach und dann tata, da hinsetzen und fertig ist. So simpel ist. So, und hier kommen wir jetzt nämlich auf eine andere Geschichte. Hier seht ihr selber, hier seht ihr mich auch noch Lager dabei. Hier seht, könnt ihr mich Bierfässer auch einlagern. Ne, hier könnt ihr Bierkisten einlagern. Und hier kann man, da stand doch gerade was. Und da kann man Kompost einlagern. Hier hat man also extra Ladeplätze. Ne, ihr seht hier Privatbrauerei, Kölsch seit, ne, wer es macht, je nachdem, wie man es möchte. Hier ist die Anlieferung fürs Wasser. Hier ist Anlieferung für die Trockenmaterialien. Das seht ihr selber. Und hier Bierkisten Hopfen, Bierkisten Weizen. Hier nochmal rumlaufen, dass wir auch alles gesehen haben hier. Ne? Schönes Gebäude, hier sieht man aus, schön mit Beleuchtung. Hier seht ihr auch die Herstellungsgeschichte, die Herstellungsübersicht. Ne? Hopfen, Weizen, Wasser, Leerpaletten. Jetzt kommt der Punkt, wenn man natürlich jetzt keine Produktion von Leerpaletten hat, meine ich, dass hier Paletten zu kaufen sind. Nein, hier nicht. Ich meine, da stand dabei, dass alles zu kaufen wäre. Irgendwie sehe ich das hier aber nicht zu kaufen. Okay. Da müsste man dann in der Beschreibung nochmal gucken, weil ich glaube, da stand bei, dass alles zu kaufen wäre, was dann also sehr komisch ist, weil im Verkaufspunkt dafür haben wir dementsprechend auch gelistet, ist es. Aber wir haben halt keine Produktion dafür. Also ich suche jetzt die Leerpaletten halt, ne? Seht ihr ja selber. Der Kompostpart ist natürlich der Abfallprodukt neben den Bierkisten oder neben den Bierfässern. Den kriegen wir hier, das ist klar. Ne? Seht ihr selber unten bei der Ausgabe. Wir müssen halt Hopfen, Weizen, Wasser und Leerpaletten abliefern. Und ich meinte, die Leerpaletten würde man auch kaufen können. Okay, ja, da müssen wir natürlich nochmal gucken. Hier seht ihr die Beispielgeschichten, wie es dann aussieht. Ne? Das ist schon einmal ganz okay gemacht alles. Jetzt ist die Frage, wo kriegen wir die Paletten her? Ich dachte echt, also wie gesagt, im Shop würdet ihr wahrscheinlich genauso an der gleichen Stelle suchen wie ich auch. Nämlich hier bei Paletten. Ich habe ja auch nichts übersehen. Zuckerrohrpaletten, Setzlingpaletten, ne? Alles da. Ballengeschichten, genauso auch alles da. Bei der Global Company gibt es auch irgendwie nichts extra. Ich habe es jetzt auch nicht unter Diverses oder irgendwo verpasst oder so. Da muss man echt mal gucken, ob über den Link noch irgendwo was steht. Also wie gesagt, ich muss jetzt leider eine Sache Info schuldig bleiben. Wenn jemand von euch das rauskriegt oder rausfindet, wäre natürlich schön, da sieht man auch die Bierkisten, sieht sehr gut aus. Wäre natürlich schön, wenn man wüsste, wo dann die Holzpaletten herkriegt, weil ich meinte, ich hätte alles gestellt, alles was man, ne, hier ist die Paletten Ausgabe. Hier ist die Kompassausgabe. Also palettenweise Kompassausgabe, okay. Ja, da hätte ich mich fast durcheinander gebracht schon wieder. Ne, hier müssen die Leerpaletten nämlich hin. Abladestelle Leerpaletten. Ja, bloß haben vor Lachen. Ne, also hier ist für die Kisten und hier ist für die Fässer. Je nachdem, in welcher Form man es haben möchte, muss man natürlich gucken, dass man es an der richtigen Stelle einlegt. Also ich finde schon eine sehr schöne, komplexe Brauerei. Aber wie gesagt, ihr könnt sonst ja auch nochmal in der Videobeschreibung, also Video nicht, also in der Mod-Beschreibung lesen, weil eigentlich habe ich, meinte ich, dass alles dabei stand, dass man es dazu kaufen kann. Aber ich fände auch schön, dass man hier auch für Zwischenlagersachen dann gedacht hat, dass man hier, ne, den Kram auch einlagern kann, wenn die Plätze, wenn hier gerade nichts Vernünftiges ist, ne? Also wenn hier gerade keine vernünftigen Preise ist, dass man es gleichzeitig auch einlagern kann. Also eine sehr, sehr schöne Mod und die für die Paletten, dass sie nicht da sind, ja, gucken wir mal, vielleicht finden wir noch eine passende Produktion. Wir schauen auf jeden Fall noch mal in die Global Company Geschichte rein. Da sehen wir nämlich die Brauerei. Nochmal die Übersicht. Und da seht ihr selber Bierkisten. Ne, müssen wir
hopfenweißen Leerpaletten anliefern. Und ihr seht auch, dass das alles dementsprechend einzelne Geschichten sind. Bierfässer, das Lager für die Bierfässer, Lager für die Bierkisten und der Kompost. Also im Prinzip sind das hier fünf in Anführungsstrichen Produktionen, also zwei Produktionen und drei Lagereinheiten in einer Mod. Also das ist schon sehr schön gemacht, aber wie gesagt, man muss halt gucken, wie wir es mit den Paletten machen. Also wenn so, ja, das schneide ich hier noch einfach mal zwischen. Ich habe in der Videobeschreibung, also in der Mod-Beschreibung nochmal geguckt, es gibt ein passendes Sägewerk, was das herstellt. Ist auch, ich werde das Sägewerk auch nochmal extra vorstellen in einer der nächsten Folgen, irgendwie 3-4 Tage später wird das wahrscheinlich sein, so in die Richtung. Bei den nächsten Produktionsgeschichten kommt das Sägewerk nochmal vor. Da werde ich den Hinweis zur Brauerei auch nochmal machen. Aber ich habe jetzt auch schon das Sägewerk in der Linkliste hier mit drinne von dieser Folge. Also ihr findet hier das Sägewerk schon mit dabei. Deswegen schreibe ich es jetzt natürlich dann nicht nochmal rein. Aber ich habe das jetzt hier nachträglich einfach nochmal reingeschnitten. Also, wie gesagt, Sägewerk, der Link ist unten mit drinne. Das Sägewerk selber zeige ich aber dann in ein paar Tagen auch nochmal. So, ja, aber wenn wir hier so stehen, das war auch schon wieder die letzte Geschichte sozusagen. Ne? Wir sind am Ende für die Folge von heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, trotz alledem, dass die Paletten verloren gegangen sind irgendwie. Aber wie gesagt, wenn jemand eine Info hat, schreibt es einfach dazu. Wenn ich was finde, schreibe ich es auch dann in den Kommentarbereich. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen und ein Abo freuen. Und dann sage ich vielen Dank und bis morgen.